Ich mache ja so ein bisschen was mit Holz. Geht man hier ran so ein bisschen. Ich jag hier relativ viel Massivholz derzeit durch die Werkstatt. Und wie ist es meistens so, wenn man viel mit Holz macht? Ganz genau, man hat zu Hause fast nur Spanplattenmöbel. Oder ein anderes Beispiel, du bist vielleicht Fliesenleger und machst die geilsten Bäder, aber zu Hause ist immer noch irgendwie nur der grobe Putz drauf. Schreib das gerne mal in die Kommentare, wenn es bei dir auch so ist, dass du vielleicht in so einem Beruf arbeitest und die geilsten Sachen baust, aber zu Hause halt nicht für einen selbst, sondern immer nur die ganzen Auftragsarbeiten, dass man vielleicht Geld verdient. Wie gesagt, zu Hause haben wir so einen mehr oder weniger schönen Tisch, der ist zwar praktisch, aber schön ist er ganz und gar nicht. Aber hier haben wir schon die Lösung für das Problem. Ganz, ganz viel schönes Massivholz. Und genau daraus werde ich heute was sehr Schönes bauen. Das, was ihr hier seht, ist ein Stapel fast nur aus Walnuss. Die Qualität ist zwar nicht so schön und die Bohlen sind sehr, sehr winzig. Das bedeutet, da ist sehr viel Verschnitt und sehr viel wird hier auch weggehobelt. Aber das sollte auf jeden Fall reichen, um einen schönen Esstisch zu bauen. Hier liegt auch noch anderes Holz, das werde ich da mal ein bisschen im Detail zeigen, weil ich bin mir noch nicht genau sicher, was das für Holz ist. Ich hobel hier extra mal so ein bisschen die oberste Schicht weg, dass man die Holzfarbe und die Maserung vor allen Dingen besser erkennt. Das ist es. Also ich glaube ja, dass das hier Kirschholz ist. Bin mir da aber nicht so genau sicher. Das heißt, wenn du dich da gut auskennst, schreib es vielleicht gerne mal in die Kommentare. Eigentlich will ich den Tisch komplett aus Walnuss bauen. Deswegen werde ich die Kirschholzbohle mal zur Seite räumen. So sieht das Holz aus. Das hier ist auf jeden Fall Walnuss. Und aus dem Material will ich auch den Esstisch bauen. Fünf ganze Bohlen habe ich rausgesucht. Sieht vielleicht für den einen oder anderen nach ein bisschen zu viel Holz aus. Aber wie ich schon erwähnt habe, ist das Holz hier nicht ideal gewachsen bzw. gelagert. Das heißt, hier wird sehr viel Verschnitt dran sein. Außerdem sind die Stücke alle viel zu lang. Das bedeutet, dass ich bei vielen Stücken einfach mal ein großes Stück abkappen kann und kann das fürs nächste Projekt nutzen. Das ganze Holz hier möchte natürlich jetzt erstmal so ein bisschen zugeschnitten werden. Dann kann ich auch sehen, ob das hier für die Tischplatte ausreicht. Und damit geht's jetzt los. Ich hobe hier gerade die ganze Zeit mit dem ganz schnellen Vorschub 3 mm weg. Und das ist halt einfach zu viel für meine Abzuganlage. Die ist jetzt wieder verstopft. Aber auch bei Eiche irgendwie 18 cm breit, 3 mm Abnahme und ihr habt ja gesehen, wie schnell das ging. So brutal. Einzig nicht brutal ist meine Abzuganlage, denn jetzt ist wieder das ganze Teil verstopft. Ich zeig's euch mal. Alter. Alter, ist das gestört. Diese Späne hier, das sind schon fast keine Späne, das sind schon fast Holzsticks. Kann man fast als Zahnstocher benutzen. Also die Hobelmaschine da, die macht schon ganz schön Krawall. Ich habe mich eben schon die ganze Zeit gewundert, dass keine Späne mehr in der Tüte ankommen. Da habe ich mir sowas schon fast gedacht. Und wenn du sehen willst, wie ich dieses Problem irgendwann mal löse, dann würde es mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Denn ich sehe immer, dass viele Leute den Kanal gar nicht abonniert haben, die diese Videos hier schauen. Ich habe hier noch so ein übelst großes Gebläse liegen. Ich zeige es da mal. Das ist ein schönes Spänex-Gebläse. Das hat vorne, ich glaube, einen 200er Anschluss, 4 kW. Und damit kann ich dann sehr wahrscheinlich alles gut absaugen. Da ist noch ein bisschen was dazu. Oder da gehört noch ein bisschen was dazu. Und zwar hier dieser Spänesack. Aber wie gesagt, das wird dann ein eigenes Video geben. Deswegen würde es mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich das hier wegbekomme und dann weiterhobeln kann. Jetzt wird es aber langsam ein bisschen lächerlich. 3 Stücke gehobelt und das Ding ist schon wieder komplett verstopft.
Mann, ey. Also, es funktioniert einfach nicht mit Absaugen. Meine Absauganlage ist einfach viel zu schwach. Ich habe jetzt auch selbst nur 1,5 mm runtergenommen. Ich habe den langsamen Vorschub benutzt. Das ist alles zu grob für meine Absauganlage. Die ist eigentlich nicht so schwach. Also normalerweise hat das die ganze Zeit okay funktioniert. Aber jetzt ist wirklich nach dem ersten Stück direkt das Ganze dicht. Also werde ich jetzt mal wahrscheinlich wieder die Philipp-Contra-Methode nehmen, für die ich dann wieder im Internet an den Pranger gestellt werde. Also jetzt ohne Absauganlage. Dann seht auch mal, wie die früher immer im Staub gestanden haben. Ey, ich hatte noch nie solche Probleme, Holz zu hobeln. Also selbst als ich das Ganze hier gefügt habe, an der Abrichte, das hat sogar schon die Absaugschläuche verstopft. Also das war wirklich eine sehr, sehr schwere Geburt, hier diese ganzen Hölzer so ein bisschen rechtwinklig und plan zu bekommen. Auf jeden Fall habe ich jetzt genügend Holz für meine Tischplatte. Die ist jetzt in etwa einen Meter breit. Ich habe hier auch ein bisschen Eiche mit ins Spiel gebracht, einfach nur, weil ich nicht mehr genügend Holz habe, um das Untergestell zu bauen. Das wird mich auch noch ziemlich cool. Da werde ich dann auch so ein bisschen Eichenholz reinpacken. Aber ich finde die Kombination dann ein bisschen schöner, wenn hier oben in der Deckplatte Eichenholz auch verarbeitet ist und nicht nur in dem Gestell. Das ist einfach so, keine Ahnung. Das würde mich sonst so ein bisschen stören. Als nächstes kann ich das hier alles mal ein bisschen ausrichten, ein bisschen auf die Jahresringe schauen und vor allen Dingen schauen, dass die gute Seite oben ist, denn da sind ein paar Stellen halt eben nicht so schön. Die will ich dann gegebenenfalls halt eben rumdrehen. Aber schaut euch das schon mal an. Ist das nicht total schön? Hier so ein bisschen der Splint, der Kern, hier ein Stück Eichenholz, eine super schöne Kombination. So, jetzt kann ich mal anfangen, die ganzen Teile zu verleimen. Die stelle ich mir jetzt alle einfach senkrecht hoch. Und weil das dieses Mal auch so viele Flächen sind, beziehungsweise so eine große Fläche, nehme ich mir hier wieder diesen Roller. Dann kann ich den Leim direkt verrollen. Da müssen wir viel Schmackes drauf gehen. So, ein Tag ist vergangen. Der Leim ist jetzt auch auf jeden Fall mal trocken. Die Platte können wir jetzt mal drehen. Denn gleich können wir das mal grob schleifen, damit ich mal sehe, wo wir da hinkommen, ob wir auch nicht zu sehr gefuscht haben. Ich benutze hier so einen Schaber, damit kann man echt ganz praktisch den ganzen Restleim runterkratzen. Wenn ihr auf YouTube schaut und tippt ein Designertisch, sehen eigentlich die meisten Tische relativ gleich aus. Eine schöne Holzplatte, alles gut und schön. Aber eigentlich hat jeder Designertisch immer irgendwie ein Metallgestell drunter. Deswegen werde ich das heutige Gestell mal so ein bisschen anders lösen. Und weil ich nicht mehr so viel mit Walnuss machen will, weil dann kann ich die Absauganlage hinten an meiner Dicke nicht benutzen und ich mein Walnussholz nicht jetzt komplett auf den Kopf hauen will, werde ich das Gestell unten drunter auch zum Teil aus Fichtenholz machen. Aber nicht irgendwelche Bohlen, sondern auch richtige Blockware, die seht ihr da hinten. Einmal eine schöne Fichtenbohle. Da machen wir jetzt im Prinzip dasselbe wie auch am Anfang.
ganz viel Staub. So, ein neuer Tag hat angefangen. Die ganzen Kanteln sind jetzt auch mittlerweile verleimt, aber bevor ich jetzt irgendwie weiterarbeiten kann, kommt jetzt wieder die absolute Hassaufgabe von mir, und zwar Spänetüte wechseln von dieser Absauganlage. Die Tüten, die ich da habe, sind super gut, aber leider viel zu groß. Deswegen schraube ich die mittlerweile immer direkt unten in den Rahmen rein. Das funktioniert richtig gut und dann kommt unten halt eben dieser Spanner drauf. Das heißt, jetzt als erstes mal die ganzen Schrauben losschrauben und dann gucken, dass ich die Tüte da irgendwie unten rausbekomme. Und so sieht es jedes Mal aus, wie ich meine Spänetüten wechsle, aber ich hoffe, dass das Anfang nächsten Jahres anders aussieht. Nichtsdestotrotz können wir jetzt hier mit unseren Kanteln weitermachen. Ich habe die Spänen ja gewechselt. Das bedeutet, jetzt können wir mal wieder das grüne Monster, das grüne Monster können wir jetzt wieder starten. Puh, das war wieder ganz schön viel Arbeit, aber unsere ganzen Kanthäuser sind jetzt fertig gehobelt und fertig auf die Länge zugeschnitten. Und jetzt können wir uns natürlich um die Verbinder kümmern. Ich werde jetzt hier Langlöcher reinbohren, damit ich halt eben so ein entsprechendes Gegenstück einfach reinstecken kann. Und das machen wir an der Langlochbohrmaschine. An der Langlochbohrmaschine habe ich mir hier diesen großen Langlochbohrer eingespannt. Das ist echt ein großes Teil. Und damit werden wir halt eben diese Langlöcher bohren.
So sieht unser Zapfenloch jetzt aus. Wie gesagt, das ist relativ groß und das sollte auf jeden Fall stabil genug sein. Dieses Langloch ist jetzt nicht genau in der Mitte, muss es auch gar nicht, denn solange ich halt eben alle Kanthölzer mit derselben Seite auf den Tisch lege, sind sie alle auf der gleichen Höhe und von daher ist das ein bisschen einfacher, das dann einzustellen. Ich habe jetzt noch alles geschliffen und jetzt können wir auch mal anfangen, das alles zusammenzustecken. Was ich auch nicht mehr machen würde, ich würde nicht mehr alles trocken zusammenstecken, denn dann bekommt man halt eben hier diese Dübel fast nicht mehr raus. Ich gebe hier einfach auf diese Kante so ein bisschen Holzleim. Dann kann der nämlich schön einfach in das Zapfenloch reinlaufen. Dann können diese Stücke hier reingesteckt werden. Das kann auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen trocknen. Und das ist die ganze Magie. Das Gestell ist jetzt schon mal fertig geschliffen. Ich habe alles ein bisschen angefasst, damit es halt keine scharfen Kanten gibt. Und jetzt werden wir mal alles zusammenstellen und dann können wir auch das Gestell schon mal verschrauben. Es ist Gestelle schon mal fertig. Das ist ja jetzt eigentlich falsch rum, aber ich lasse es jetzt so mal liegen. Ich werde es später rumdrehen. Ach, das ist cool. Boah, Mann, ich liebe das. Ich liebe das. Ach, zum Glück kann ich doch mal die Pappe abgehen. Sonst würde ich das Neues nicht machen. Cool. Das Gestell ist ja fertig, das ist sogar schon fertig geschliffen und jetzt werden wir uns mal noch um die Deckplatte kümmern. Da gibt es noch eine hauptsächliche Sache zu erledigen und damit fangen wir jetzt an. So, ich habe den kompletten Tisch jetzt mal bis 180er Korn geschliffen, die Fasern sind auch schon dran. Als nächstes muss ich mich mal noch hier um diese Risse kümmern. Ich habe hier so eine schwarze Ausgleichsmasse für die Heißklebepistole, die kann man hier einfach gleich reindrücken, das werde ich euch auch noch zeigen. Aber jetzt erstmal hier die Frage, kennt jemand von euch hier so eine günstige Alternative? Denn seitdem viele Leute das im Internet benutzen, sind die Dinger hier richtig, richtig teuer geworden und ich versuche auch echt sehr, sehr sparsam damit umzugehen. Also irgendwie 8 oder 10 Stück kosten 30 Euro. Genau. Die werden wir jetzt mal da reinmachen. So, hier seht ihr auch schon den Riss. Die Heißklebepistole habe ich gut heiß werden lassen. Und dieses Zeug werde ich jetzt einfach hier in diesen Riss reindrücken. Auch gucken, dass es wirklich schön tief reingeht. So. Ich gehe da mal etappenweise vor. Das hier presse ich jetzt so ein bisschen drauf, damit es halt direkt aushärtet. Und dann kann ich mit den nächsten Rissen auch gleich weitermachen. Das hier mache ich jetzt erstmal an allen Rissen. Als nächstes kann ich hier diesen Überschuss dann einfach mit dem Stemmeisen wegschneiden.
Jetzt kommen wir zu einem der wichtigeren Punkte, was so die Oberflächenvorbereitung angeht. Wir behandeln das Ganze ja mit einem Öl-Wachs-Gemisch quasi. Das heißt, wir machen die Oberfläche nicht zu, wir lackieren das Ganze nicht, weil ich das nicht cool finde und weil die Bearbeitung einfach jedes Mal ätzend ist. Deswegen benutze ich hier ein Öl-Wachs-Finish. In dem Fall benutze ich auch wieder mein Finish, einfach weil ich es mittlerweile seit Jahren benutze und es halt super easy peasy in der Anwendung ist. Hier ist aber eine wichtige Sache, die man halt vorher machen sollte, gerade weil das hier ja nicht nur ein Pfosten ist, einfach von irgendeinem Gestell, wie von den letzten Projekten zum Beispiel. Das hier ist eine Oberfläche, die man quasi als Arbeitsoberfläche, wenn man es so sehen will, jeden Tag benutzt. Das heißt, sie bekommt eine ganz andere Nutzung. Da läuft vielleicht mal ein Glas Wasser aus und dann macht man das Ganze weg und so weiter und so fort. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so dramatisch. Wenn wir das Ganze bei den Pfosten nicht machen, bei Pfosten oder so mache ich das auch meistens nicht, weil die halt nicht so eine Beanspruchung bekommen wie hier diese Deckplatte. Aber damit wir halt eben, falls man vielleicht mal eine Fete hat und dann 10 Bierflaschen da draufstehen, auch die ganze Nacht draufstehen und die vielleicht nur ganz cleverig waren an der Seite, dass da halt eben keine Ränder in Zukunft entstehen, wässern wir das Ganze einmal. Denn diese Ränder, die da entstehen, sind quasi die Holzfasern, die sich dann hochstellen. Und indem wir das jetzt einmal im Vorhinein machen, kann das im Nachhinein nicht mehr passieren. Unterm Strich ist das Ganze ein relativ simpler Arbeitsschritt, bringt uns aber im Endeffekt sehr, sehr viel. Ich will nicht, dass er mich hier falsch versteht. Die meisten Projekte, die ich hier auf dem Kanal baue, die wässere ich nicht. Ich wässere eigentlich nur solche Oberflächen, wo ich weiß, dass da immer sehr viel drauf oben drauf abgehen wird. Wie zum Beispiel bei meinem Waschbecken, was ich damals behandelt habe. Und das habe ich immer noch in meinem VW-Bus und das sieht immer noch genauso aus wie am ersten Tag. Das habe ich auch gewässert, das reibe ich irgendwie einmal oder zweimal im Jahr mit meinem Finish ein. Und das ist gut, ne? Das ist mehr als ausreichend. Als nächstes wässern wir das Ganze einfach. Also einfach ein bisschen Wasser holen, über die ganze Oberfläche reiben und dann halt einfach den Überschuss wegreiben. Hier, wo ich das Wasser jetzt draufgepackt habe, das reicht auch auf jeden Fall. Aber ich muss jetzt mal noch schleunigst an den anderen Stellen weitermachen. Die Tischplatte konnte jetzt trocknen, währenddessen ich das Gestell behandelt habe. Und wenn man jetzt hier auf diese Oberfläche greift, fühlt die sich wirklich sehr, sehr rau an. Und wenn man das Ganze gleich mit 320er Korn schleift, wird man auch merken, dass da sehr, sehr viel Schleifstaub entsteht, weil diese ganzen feinen Härchen halt sehr einfach wegzuschleifen sind. Das heißt, jetzt noch einmal alles schleifen und dann kann ich auch hier das Oberflächenfinish draufpacken. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe jetzt noch ein frisches Tuch, damit reibe ich jetzt hier so lange drüber, bis hier halt eben nichts mehr auf dem Tuch drauf ist und dann ist das Projekt fertig. Das finde ich, was ich da gerade benutzt habe, ist von mir und ich werde auch mal einen Link in die Videobeschreibung packen. Meine Website ist übrigens auch ganz neu, deswegen würde es mich mal freuen, wenn du vorbeischaust und eventuell Feedback da lässt. Also ich sag mal so, sie ist viel, viel übersichtlicher, dass man auch sieht, was es alles dort gibt. Und vor allen Dingen habe ich so ein paar Easter Eggs reingepackt, dass man nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann. Finde ich ganz cool. Deswegen würde es mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust und vielleicht ein bisschen Feedback da lässt. Das Schöne am Finish ist halt jetzt auch eben, dass ich diesen ganzen Überschuss schon abgerieben habe und ich das jetzt schon in mein Auto packen kann und es in meine Wohnung stellen kann. Das gammelt nicht nach Terpentin, weil kein Terpentin drin ist. Deswegen super, super pflegeleicht, super entspannt in der Verarbeitung. Und ich bin mega happy, dass ich jetzt endlich mal einen schönen Esstisch habe. Den muss ich jetzt gleich nur noch in mein Auto packen und in der Wohnung angekommen, muss ich nur noch ein paar Schrauben unten in die Tischplatte reinschrauben und dann ist der Tisch wirklich fertig. Jetzt ist die Tischplatte halt eben noch ein bisschen lose, aber ich muss sie auch irgendwie noch transportiert bekommen.
Wenn dir das Projekt gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, denn in Zukunft werden noch viele weitere schöne Projekte kommen, wo ich so ein bisschen Massivholz bearbeite. Und da würde es mich freuen, wenn du mich auf dem Weg so ein bisschen begleitest. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag, verlinke dir hier noch zwei Videos. Oben, das ist ein Drechselvideo, und unten ist noch ein anderes schönes Video. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage tschüss.